So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Afterbirth. Und ja, wir haben beim letzten Mal nochmal eine Runde mit Lost gespielt. Und ich würde sagen, heute machen wir nochmal eine Runde mit Lost, denn ich habe irgendwie aktuell mega Bock auf diesen Charakter. Und außerdem habt ihr immer noch nicht irgendwie großartig Monster-Challenges hier reingeballert. Ne? Ich habe zwar ein paar Sachen gesehen, aber so ein Vanilla-Challenge, da dachte ich mir auch nur so, euer Scheiß Ernst. Da wollt ihr echt, dass ich eine Vanilla-Challenge mache, bei der man keine Items aufheben darf mit Isaac, gar keine, und so dann Satan besiegen soll. Das wollt ihr alles so von mir sehen, von mir, dem Tiltlord 69, ja? Nee, sorry Leute, das ist nicht drin. Das krieg ich nicht gebacken, Alter. Das ist schon zum Scheitern verurteilt, bevor es überhaupt angefangen hat. Ne? Das ist doch klar, dass das nichts wird. Ne? Wenn ich mich an solche Challenges wage, also ich sag nicht, dass ich es nicht versuchen würde, aber ihr wisst doch, ihr kennt doch mich. Ihr kennt mich doch, Leute. Ich renne doch auch mit Leo in irgendwelche Bomben rein. Wisst ihr, was ich meine? Ich renne mit Leo in fucking sprengende Steine rein und sterbe da dran. Das ist doch, ne? Wenn ich mich dann an solche Sachen ran versuche, dann denke ich mir nur, hä? Why? Why the fuck why? Deswegen, ne? Überlegt euch irgendwelche krassen Challenges, die mich vielleicht nicht mein Leben lang zerficken werden, weil ich komplett Bock habe, mich umzubringen, nachdem ich diese Challenge gespielt habe. Ich werde auf jeden Fall nochmal die magische Miesmuschel-Challenge bald spielen und wir werden auch noch ein bisschen mit Isaac mal rumprobieren. Ne? Ich habe noch eine andere Challenge im Kopf. Und da gucken wir mal. Aber heute gibt es erstmal Lost. Ich habe irgendwie Bock auf Lost. Ich habe auch so mitbekommen, dass viele auch von euch immer Spaß haben, bei mir Lost zu sehen, weil, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, tilte ich ja gerne mal eine Runde. Und dementsprechend, ja, ist das eigentlich ganz sweet. Und wir gucken mal, ob wir heute mal einen Run zusammenkriegen, bei dem wir nicht direkt instant sterben. 1000 Mal, so dass wir 100 Mal neu starten müssen. Wobei es letztes Mal ja eigentlich ging, ne? Wir sind, glaube ich, nur einmal gestorben und danach hatten wir den kompletten Run, ne? Und wir haben wieder keinen Schlüssel. Das ist echt cool. Ich mag das, wenn wir nie einen Schlüssel haben. Ich mag das wirklich sehr gerne. Ja, 5 Münzen, aber immer noch kein Schlüssel und keine Bombe. Hm, toll. Diese Räume sind irgendwie auch neuerdings copy. Warum zum Teufel gibst du mir keinen Schlüssel? Kannst du mir das verraten? Ich sehe es schon kommen, wir kriegen keinen. Wirklich keinen Schlüssel. Und dann habe ich nicht mal einen Schatzraum. Das wäre super. Und eine Bombe kriegen wir wahrscheinlich auch nicht. Oder wir haben jetzt einfach mal Glück. Ne, das kann ja auch sein. Das ist ein Witz, oder? Komm schon, Leute. Das ist ein scheiß Witz. Ich meine, hier ist auch wieder ein Dings, ne? Bitte. Immerhin haben wir eine Bombe. Weißt du, normalerweise will ich das ja immer nicht, ne? Aber bitte gib mir doch jetzt mal einen fucking... Oh mein Gott, wir kommen auch so da rein. Ich bin ja so klug. Ich bin so klug, Leute. Ich bin so fucking klug. Wir kommen auch so da rein. Oh, die Charming Tears. Nice. Hier war noch einer. Oh, damn it. Das Maximale aus der Ebene rausgeholt, was man rausholen kann, ne? Wir haben fucking nochmal den blauen Stein da oben weggesprengt. Wir haben den Secret-Raum aufgesprengt und gleichzeitig auch noch den Shop dadurch bekommen. Schatzraum. Und sogar noch einen blauen Stein weggesprengt, mit dem wir fucking Rock hatten. Wenn wir jetzt sterben, dann wäre ich richtig sad. Oh Gott. Komm her. HP und Luck up. My Shadow. Ja, also ich muss sagen, es ist nicht irgendwie cool. Ich hätte mir vorstellen können, da wäre mal ein geileres Item drin gewesen. Aber naja. Ja, The Rock ist auf jeden Fall schon mal für den Anfang ziemlich sweet. Ich will mich nicht beschweren. Wir haben echt einen guten Start. Dafür, dass wir erst 2 Ebenen hatten, haben wir jetzt schon Damage von 5. Ist eigentlich ideal. Könnte ich mir eigentlich am Anfang nichts Besseres vorstellen. Oh Gott.
den Ebenen. Huiuiuiui. Nimm mal lieber das hier mit. Weil das andere Ding ist irgendwie so. Dieser D3, ich weiß, die Guppies Paw bringt uns auch nichts, aber ich habe immer so Angst. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe immer Angst, ich komme da drauf. Übrigens, der Begleiter ist echt sweet. Oh Gott. Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh Gott, bitte nicht. Oh mein Gott, bitte nicht. Huiuiuiui. Okay, wir haben 12 Münzen. Das ist eigentlich gar nicht mal scheiße. Also jetzt kriegen wir halt, in solchen Runs kriegen wir halt zweimal Balls of Steel. Das ist echt schön. Das ist super schön. Ich mag das. Ich mag das wirklich gerne. Oh, komm schon. D10, echt jetzt? Warte mal, wobei Reroll Enemies, wenn wir so richtige Kack-Enemies haben, vielleicht gar nicht mal so scheiße. Ich meine, ne, es gibt ja so ein paar Gegner, die richtig scheiße sind. Paralyse. Das ist auch so eine Pille, die bringt auch einfach mal null. Ne? Oh Gott. Okay. Okay. Hat die Gegner sogar in ja, etwas genauso Nerviges verwandelt. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Dafür machen wir, glaube ich. Dafür können wir, glaube ich, mal den hier wegsprengen. More Options. Das ist Bossraum, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das, glaube ich, Bossraum. Hä? Lol, hier war nichts. So, was haben wir hier? Okay, easy. Gut, gehen wir zum Boss. Lul, das war ja super easy. Sind hohl. Warte mal, nee. Ach, stimmt, das war in den Schatzräumen jetzt immer ein doppeltes Item. Okay, aber das ist nicht ziemlich nice. Genau, das Normale beim Boss war, glaube ich, einfach nur More Options. Ich habe ja gesagt, ne, Brimstone Baby ist halt echt sweet. Okay, Schüsse, her damit. Wir müssen mal gucken. Shop könnte eventuell sich auch noch lohnen, wenn wir da irgendwie sowas wie My Friends Rule kriegen. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es ja dieses eine Item, mit dem wir nochmal unsere Begleiter stärker machen können. Und das ist gerade bei dem Brimstone Baby eigentlich ziemlich fett. Ja, da macht unser Brimstone Baby auch nochmal mehr Damage. Easy. Können wir hoffen, dass wir jetzt irgendwas richtig Sickes im Schatzraum haben. Was richtig geil wäre, wäre jetzt sowas wie auch im Shop Chaos. Ja, das heißt, bevor wir... Oh, lol. Bevor wir da reingehen... Okay, was ist das? The Stars? The World? Wir könnten das mal mitnehmen.
Ich hoffe, ich kriege noch ein paar. Ja, nice. Okay. Wie auf Abruf, ein paar Münzen. Gehen wir mal Chaos. Restock. Restock ist eigentlich ein Item, was ich sehr feier. Das Problem ist noch folgendes. Bringt halt aktuell in der Ebene. Wir haben noch zwei Ebenen. Wir können mal gucken, wenn wir in dem Schatzraum jetzt einen Secret-Raum jetzt einen super krassen Münzenboost kriegen, dann können wir das mal eventuell machen. Ich finde eigentlich nicht, dass das worth ist jetzt hier. Ja, ich finde nicht, dass das worth ist. Was haben wir denn hier? Einmal Epic Fetus und einmal. Die Sache ist halt, wollen wir Fetus mitnehmen? Ich habe eigentlich nie Bock auf dieses Item. Das ist immer so. Ich weiß nicht. Ich mag dieses Item nicht mehr irgendwie. Das ist irgendwie so komisch. Ich weiß auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie. Also früher habe ich halt echt gemocht. Aber jetzt inzwischen ist es echt nicht mehr so meins. Das ist echt nicht mehr eins meiner Lieblings-Items, wie es früher mal war. Früher habe ich mich halt in dem alten Isaac, war das zum Beispiel so. Da war ich ja mega hyped, wenn ich Fetus bekommen habe oder Epic Fetus. Oh, lol. Okay, nice. Hier eventuell der Board. Super Secret? Nee, okay. Kurz aufladen. Bitte gib mir ins Stoffziel. Oh, nice. Noch eine Spritze. Was war denn nochmal? Empty Vessel. Was war das denn nochmal? Guck mal eben kurz nach. War das nicht, wenn wir keine Herzen haben? Ist irgendwas? Ja. Fly. Trigger to. Ah, genau. Eine Chance auf dieses Triggering von dem Nullify Shield. Problem ist aber, das bringt halt nichts, wenn wir da eh schon, wenn wir eh schon Dings sind, ne? Lost. Ich glaube, dass das nicht triggert zusätzlich. Was das Dumme ist halt echt, dass du manchmal. Dass du manchmal halt echt durch so eine simplen Räume sterben kannst, ne? Wenn du nicht aufpasst. Da brauche ich halt irgendwie noch was, was so richtig reinholzt. Ah, ich weiß schon, wie die Kommentare aussehen werden. Ja, diesen Schuh mag ich nicht. Oh, das ist sick, das Item. Das ist echt sick. Das ist echt ein sickes Item. Doppelter Item-Loot nach dem Beenden eines Raumes. Das ist ziemlich cool. Das heißt, wenn eine Kiste droppt, droppen zwei. Der Reroll von den Enemies ist gar nicht mal so scheiße. Weil manchmal hat man so richtige Crap-Enemies, ne? Und dann kriegst du halt echt noch halbwegs gechillte, so. Ich meine, klar, es kann auch schlimmer werden. Aber naja. Oh lol. Einfach. Ach, wenn wir hitten, haben wir auch eine Chance auf dieses Schild. Das ist ja sweet. Ich meine, das hält ja wirklich super lange, ne? Das ist ja echt gar nicht mal so scheiße dann. Okay. Da seht ihr, ne? Den Doppeltrigger. Wir müssen mal irgendwie den Shop finden und Schatzraum. Ist das nicht hier schon Marm? Ne, noch nicht, ne? Nee. Dürfte eigentlich noch nicht mal am sein, weil wir sind nicht so schnell. Naja.